Es ist heute wirklich so unfassbar dunkel draußen. Es kommt gar kein einziger Mini-Sonnenstrahl in mein Zimmer. Und das ist so traurig. Aber ich versuche hier so ein bisschen mit meinen Softboxen Abhilfe zu schaffen. Denn ich wollte unbedingt was Kleines filmen. Ich habe nämlich Buchpost bekommen. Ich weiß, ich habe eigentlich ein kleines persönliches Buchkaufverbot, aber in dem Fall durfte ich es kurz brechen, weil die Bücher alle für die Uni sind und ich sie mir deswegen bestellen musste und deswegen leider, leider neue Bücher bei mir einziehen mussten. Ehrlich gesagt habe ich mich schon sehr, sehr doll darüber gefreut, die Leseliste zu sehen und damit eine Ausrede zu haben, neue Bücher zu kaufen. Vor so ein, zwei Wochen dachte ich noch, dass ich dieses Semester wirklich gar nicht für die Uni lesen würde oder nur sehr, sehr wenig. Aber es gibt ein Seminar, das bis vor einer Woche oder so noch gar keine Beschreibung drin hatte. Ich kannte nur den Titel. Der lautet nämlich Gegenwartsliteratur. Und ich habe so, so sehr gehofft, dass wir ganz, ganz viele Bücher aus der Gegenwart lesen werden, weil ich sowas wirklich noch nie in der Uni behandelt habe. Ich habe bisher immer ältere Epochen und Texte behandelt, was auch super spannend ist und mir auch total viel Spaß macht. Aber ich hatte unglaubliche Lust, auch mal aktuelle Bücher wissenschaftlich zu analysieren. Und jetzt stellte sich heraus, dass ich tatsächlich ein paar ganz, ganz tolle Bücher für dieses Seminar in diesem Semester lesen darf. Und die Bücher sind hier drin, die werde ich jetzt mit euch entpacken. Ich glaube, ein anderes ist auch noch dabei, das ich für ein anderes Seminar brauche. Da weiß ich aber noch nicht so genau, ob das auch so spannend ist. Aber jetzt lasst uns erstmal hier reinschauen. Ich kaufe meine Bücher übrigens zu 90% gebraucht, weil das erstens meistens günstiger ist. Also gerade wenn es Titel sind, die es schon länger auf dem Markt gibt. Und ich außerdem versuche auch im Hinblick auf meinen Buchkonsum so ein bisschen nachhaltiger zu leben. Deswegen habe ich jetzt wieder Secondhand bestellt. Und oha, ich sehe schon, es sind mehrere Hardcover dabei. Das erste Buch, das ich für das Gegenwartsliteraturseminar lese, ist Kahlmann von Joachim B. Schmidt. Ich habe weder von dem Buch noch von dem Autoren jemals was gehört, um ehrlich zu sein. Kalman Odinson ist der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfen. Er hat alles im Griff, kein Grund zur Sorge. Er ist ein waschechter Isländer, auch wenn sein Vater Amerikaner war und ein Original, das in dem beinahe ausgestorbenen Dorf dafür sorgt, dass alles seinen Gang geht. Er wuchs bei seinem Großvater auf, der ihm das Jagen beibrachte, wie man aus Grönlandhai den besten Gammelhai der Insel herstellt und auch sonst alles, was ein Mann im Leben wissen muss. Was sich Kalman am meisten wünscht, ist eine Frau. Doch erst einmal muss er aus dem Schlamassel wieder herauskommen, in den er geraten ist, als er eines Winters eine Blutlache im Schnee entdeckte. Und wenn die Räder in Kalmans Kopf auch manches Mal rückwärts laufen, wendet er mit seiner naiven Weisheit alles zum Guten. Kein Grund zur Sorge. Kalman ist Hammer. Ein großartiges, anrührendes Buch mit einem ganz besonderen Helden, den man sofort ins Herz schließt. Aha, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, das in Island spielt. Werde ich bald lesen und euch berichten. Das nächste Buch ist ein super dickes. Das ist nicht für mein Gegenwartsliteraturseminar, das ist für das andere Seminar und ich habe nicht erwartet, dass dieses Buch so dick ist. Es ist eine Deutschlandreise von Thomas Wolfe. Ich mache nämlich dieses Semester ein Seminar zur Lit Cologne, einem Literaturfestival hier in Köln. Und ich glaube, dass wir auch eine eigene Veranstaltung dafür organisieren werden. Endlich, endlich habe ich diese ganzen Benefits von meinem Studiengang. Das war ja während der letzten zwei Semester gar nicht möglich wegen Corona. Da ist sowas wie Lesungen und Literaturveranstaltungen alles ausgefallen. Aber jetzt endlich geht's los. Und ja, ich glaube, das wird echt eines der coolsten Seminare dieses Semester und ich freue mich richtig drauf. Ja, ich glaube, da werde ich mich die Tage mal reinlesen, weil das, glaube ich, relativ bald schon besprochen wird. Dann haben wir, oh, ich sehe es schon, Was man von hier aus sehen kann von Mariana Leki. Ich habe dieses Buch schon gelesen. Ich habe es auch richtig, richtig gerne gemocht. Ich glaube, ich habe es damals als Hörbuch gehört. Und es ist jetzt auch schon eine Weile her, deswegen ist ganz, ganz vieles verblasst. Ich weiß aber noch, dass es ein super, super toll geschriebenes, berührendes Buch war. Und ich freue mich richtig, richtig doll, jetzt so richtig tief in dieses Buch einzusteigen. Ich kann euch auch hier mal kurz vorlesen, was auf dem Klappendeckel steht. Von der unbedingten Anwesenheitspflicht im eigenen Leben. Immer, wenn der alten Selma im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Wen es treffen wird, ist allerdings unklar. Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, handelt dieser Roman. Vor allem aber erzählt er von Menschen, die alle auf ihre Weise mit der Liebe ringen.
gegen Widerstände, Zeitverschiebungen und Unwägbarkeiten, ohne jemals den Mut zu verlieren. Wie schön klingt das? Ich freue mich so sehr. Ich weiß, ich sage das die ganze Zeit bei jedem Buch, aber ich liebe Studieren, ich liebe es, Literatur zu studieren und ich freue mich einfach so sehr, jetzt nochmal so viele tolle Bücher zu besprechen. Ich meine, ist ja offensichtlich, dass mein größtes Hobby ist, über Bücher zu reden, sonst würde es diesen Channel nicht geben. Und zum letzten Buch. Das ist Adas Raum von Sharon Dodua Otto. Und von diesem Buch habe ich, glaube ich, schon mal was gehört, aber ich habe nicht auf dem Schirm, worum es darin geht. Sharon Dodua Otto's Mut und ihre Lust zu erzählen, ihre Neugier, die Gegenwart zu verstehen, machen atemlos. In ihrer Welt hängt alles am seidenen Faden. Es droht zu fallen und doch bleibt es auf wundersame Weise in der Schwebe. So wie Ada. Sie ist nicht eine, sondern viele Frauen. In Schleifen bewegt sie sich von Accra nach London, um schließlich in Berlin zu landen. Sie ist aber auch alle Frauen, denn die Schleifen transportieren sie von einem Jahrhundert zum nächsten. So erlebt sie das Elend, aber auch das Glück, Frau zu sein. Sie ist Opfer, leistet Widerstand und kämpft für ihre Unabhängigkeit. Wow, das klingt richtig, richtig gut. Das sind die Bücher, die ich für die Uni lese. Ein weiteres habe ich noch, aber ich habe keine Ahnung, wo das gerade ist. Ihr werdet es in diesem Vlog bestimmt noch mal sehen. Das ist Deutschlandreisen von Roger Willemsen und ist auch für das gleiche Seminar wie eine Deutschlandreise von Thomas Wolfe. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr bereit für das Semester. Gleich auf den Weg zur Uni. Ich habe heute zum allerersten Mal in meinem Master eine Präsenzveranstaltung. Es ist das Blog-Seminar zu dem Literaturfestival, von dem ich euch erzählt habe und ich bin so, so super aufgeregt. Ich bin auch schon ganz zittrig. Vielleicht war auch nur mein Kaffee zu stark heute Morgen. Ich liebe es einfach zu studieren. Ich war so unglaublich traurig, dass mein Master bisher komplett online war und ich bin schon im dritten Semester und damit ist es eigentlich das letzte Semester, in dem ich überhaupt die Chance habe, Präsenzveranstaltungen zu haben. Und deswegen freue ich mich so extrem auf heute, die Uni einfach mal von innen zu sehen, die Menschen mal persönlich zu sehen und ja, einfach mal wieder so richtige Uni-Feelings zu haben. Ich glaube, das sage ich zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin auch überhaupt nicht traurig, dass das Seminar heute 5 oder 6 Stunden dauert. Also es ist so ein Blog-Seminar, das nicht wöchentlich stattfindet, aber dafür dann immer ziemlich lange am Stück, weil ich dann einfach das so richtig auskosten kann und ich glaube, dass man dann so richtig tief in Themen einsteigen kann und so. Ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen und euch natürlich mitnehmen und ich bin so unglaublich gespannt, was mich erwartet. Kennt ihr das noch von früher, wenn man sich so am ersten Schultag nach den Sommerferien Ewigkeiten Gedanken darüber gemacht hat, was man anzieht? Und so habe ich mich heute das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gefühlt. Ich habe aber versucht, jetzt keine Wissenschaft daraus zu machen und habe einfach etwas angezogen, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich mag. Und das ist dabei rausgekommen, eigentlich etwas relativ Simples. Eine Bluse, die habe ich secondhand auf Vinted gefunden. Dann diese Hose, die ist eh meine Lieblingshose, die könnte ich eigentlich jeden Tag tragen. Und dann noch einfach weiße Sneaker dazu. Ich werde mir jetzt noch einen Mantel überwerfen, vielleicht eine Mütze, weil ich super schnell Ohrenschmerzen bekomme, wenn es kalt ist. Und ja, dann kann es endlich losgehen.
ich war gerade schon dabei, das Video zu schneiden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich gar kein Outro oder sowas gedreht habe, obwohl ich eigentlich noch ein paar Sachen sagen wollte. Deswegen hole ich das jetzt nach. Wundert euch nicht, ich bin nicht zu Hause, ich habe mein Mikrofon nicht dabei. Dieses Zimmer hallt extrem, also ich hoffe, dass der Ton nicht allzu schlecht ist. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Ich hatte einen mega, mega schönen Uni-Start. Ich habe das Seminar so, so sehr genossen. Es wird so unglaublich cool, diese Veranstaltung zu organisieren. Wir werden auch selber Texte dafür schreiben und die werden dann von professionellen SchauspielerInnen vorgetragen. Vor einem richtigen großen Publikum, was super, super cool wird. Es ist noch eine mega coole Sache passiert. Und zwar sind wir auf diesem Kanal 10.000 Menschen geworden. Und ich freue mich so, so, so unglaublich sehr. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet, wie viel Herz und Arbeit und Liebe ich in diesen Channel stecke. Und es ist einfach so, so schön zu sehen, dass anderen Leuten das gefällt und dass ihr dabei seid und Bock habt, über Literatur zu sprechen, euch auszutauschen. Und ja, das ist einfach sehr schön. Ich bin sehr dankbar und ich freue mich auf alles, was noch so kommen wird. Und mit diesem schönen Gefühl will ich den Vlog beenden. Also ganz, ganz viel Liebe an euch. Danke, dass ihr da seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.